Henslers schnelle Nummer heute. Welches Küchenmesser für was? Da bin ich so ein bisschen, ich benutze eigentlich fast nur ein Messer. Ich habe meine ganzen schnellen Nummern, die ersten, immer mit diesem Santoku gemacht. Da habe ich alles mitgeschnitten. Fisch, Fleisch, Sashimi. Das benutzen wir zum Beispiel auch bei unseren Kochkursen in der Kochschule. Das ist so ein absoluter Allrounder, weil ich bin nicht so ein Typ, der jetzt 1000 verschiedene Dicken, dies, das hat. Das Einzige, was ich noch gemacht habe oder was ich habe, ist sozusagen das Damastmesser. Das ist einfach ein bisschen was Hochwertigeres mal. Und das ist jetzt hier so mein Neuzugang. Was heißt, kann man auch nicht mehr sagen. Mit dem, der hat so ein bisschen das Messer bei mir abgelöst. Das ist ein stinknormales Küchenmesser. Hat diesen ganz klassischen Winkel, dass man diese Schneidetechnik gut machen kann. Das kann ich immer nur empfehlen. Ihr werdet das merken, wenn ihr die Messer habt und der Winkel hier ist zu kurz. Also so ein schmales Messer. Das ist mehr so, wenn man irgendwas, wenn man eine Sehne entfernen will, was filieren will, so. Ich habe mit dem Messer, kann ich das aber auch machen. Ich bin so ein Freund, wenn ich mich mit einem Messer gut fühle, mit dem mache ich alles. So, und das ist gerade dieses Küchenmesser. Aber auch an der Stelle muss ich sagen, das ist ein bisschen eine Gefühlssache. Aber ich sage euch eins, das Ding, es kostet schlappen 49 Flocken, das ist ein Weltmesser dafür. Das ist, kannst du alles mitmachen, meiner Meinung nach.